Guck mal. Nee, wir machen mal weiter. Oh Mann, dieser Stuhl! Ja, der Stuhl ist schon, dass du dich so erschreckst. Mhm. Ja, noch 50, 5, noch 50 Räume, Leute, das ist doch. Die bricht ständig ab, das so. Weißt du, ich weiß nicht, wie lange wir schon aufgenommen haben. Also jetzt in der oder der letzten Folge dementsprechend, deswegen weiß ich nicht, ob wir. Hab ich gekleckert, wir brauchen Lichttücher. Oh Mann. Was denn? Ich bin unschuldig. Oh, Kaffee. Den kannst du jetzt auch gebrauchen, ne? So ein Beruhigungskaffee. Ich glaube, Kaffee wird mich jetzt eher aufputschen, als beruhigen. Das wäre lustig. Lauf weiter! Och Mann, das geht jetzt schon wieder los hier. Finde ich nicht lustig. Das ist echt nicht. Oh mein Gott! Ja, was soll ich denn machen? Schon wieder dieser scheiß Geist. Na, immer noch so gut gelaunt. Ah, ein Toastbrot. Was? Was? Die kann ich abgeschlossen. Ah! Was zum Teufel? Das ist gerade ein bisschen unfair. Und wir bräuchten einmal einen Moment Ruhe, um unser Leben zu regenerieren. Das sind auch so schön enge Gänge, das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, mir noch weniger als dir. Ich glaube, er ist immer noch hinter uns. Man hört, ich höre ihn atmen. Ja! Da hat Asthma. Hilfe, Jungs, Hilfe! Er will schon Sauerstoff haben. Die Mäuse sind nicht gut für ihn, glaube ich. Ich habe mein Asthma-Fell verloren. Helft mir! Lauf Sauerstoff! Nicht weg. Lauf nicht weg! Hilf mir! Ah, es ist ruhig. Durchatmen! Warte bitte, bis das aufgeladen ist. Ja, ein bisschen das Leben ringen. Das hat mich gerade beunruhigt, dieses Geräusch. Vielleicht sollten wir doch so... Ja, wir lassen das doch mal weitergehen, ja. Ich meine, viele Räume sind es ja echt nicht mehr, ne? 20 ungefähr, ne? 19? 19, ja. Also viel kann uns da jetzt bis zum letzten Raum... Oh, eigentlich bitte sag es nicht. Ach, was soll da schon passieren? Schlimmer geht nimmer, ne? Ich finde, wir sollten getrennt weitergehen. Männliche Institutionen. Intuition, was? Du kannst es ja nicht mal aussprechen. Ist mir doch egal. Immer noch kein Spiel, kein weiteres. Nee, kein neues. Es gibt wahrscheinlich dann DLC, was? Oh, oh. Andere Tür, du musst weitergehen. Ja. Wer jagt uns denn jetzt, die letzten 10 Räume? Am besten gar keiner. Also genau in dem Moment ist auch die Lehne wieder abgebrochen. Alter. Ja, weil du dich erschreckt hast, würde ich wohl eher sagen. Okay. Wir speichern mal? Hang in there. Ja, letzte 5 Räume. Warum kriegen wir da extra einen... Das macht mir gerade Angst. Na, nervös? Bereit? Ach, gar nicht! Bringen wir es zu Ende, würde ich sagen. Let's get ready to rumble. Schnauze, du Kürbis. Ja, Schnauze. Irgendwie so ein Ruhm. 1000 Räume. Okay.
Ausgang. Das wird nicht der Ausgang sein, oder? Moment. What? Ich trau dem Frieden irgendwie nicht so ganz. Freunde, müsstest du nicht auch eigentlich. Es ist eine TARDIS! Sie ist von innen größer als von außen! Ja. Ne? Warum ist das geil, fatal, ey? Well, du hast es geschafft. Congratulations. Denke ich. Ja. Oh. Du musst einen finalen Test bestehen, um dich zu beweisen. Um deine Bestimmung zu bestimmen. Oder zu erfüllen. Oder irgendwie sowas. Oh, cool! Okay, und was ist das jetzt, was wir machen sollen? Ich habe Angst, dass es gleich kommt, ehrlich gesagt. Das ist schon mal sehr beunruhigend. Ich habe all diese Logs gemacht, die mich... Ich habe sie zusammengemischt, was? Zusammengebaut. Zusammengebaut, ja. Okay. Oh, die Türen gehen wirklich auf. Das ist gruselig. Mein Gott, die Türen laden nicht, gehen nicht mehr. Was? Okay. Bosskampf? Ich habe irgendwie sowas erwartet. Au, achso. Ich habe nur die Axt, was kann ich machen damit? Den Typen bekämpfen? Vielleicht die Teile bekämpfen, die da runterkommen. Ja, das wäre auch eine Idee. Was geht, Alter? Jetzt kämpfen wir gegen Lucifer persönlich. Was Lucifer ist? Ja, so ein Pseudo-Monster-Feeling. Ich krieg auch keinen Schaden davon, komischerweise, also nicht wirklich. Weil du es abgewehrt hast. Irgendwie, ja. Das verursacht keinen Schaden, ne. Ah, okay, den kann man ausweichen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach nur durchhalten müssen oder ob wir den irgendwie vermöbeln müssen. Ja, jetzt nur so wie die Bälle zurück zu ihm zurückschmeißen oder sowas, ne? Ich habe keine Ahnung, was wir hier die tun. Die Hand. Ja, ja. Aua, jetzt hat er mich erwischt. Immer. Ja, doch zurückschmeißen. Ich weiß nicht, was das bringt, aber ich tu's mal. Ich dachte mir schon, so die Bälle, die wirken schon so, dass man die irgendwie rausschmeißen muss. Komm doch her, du mieses Pseudo-Gangster-Skelett. Jetzt guckt er mit seinen Bällen an. Das war nicht pervers gemeint. Und wie schaffst du es, man nicht sieht, was man machen soll? Naja, also ich glaube schon, dass es irgendwie so in die Richtung geht, ne? Bälle zurückschmeißen und vielleicht beim dritten Mal geht er dann down. Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ich habe einen Bosskampf erwartet, aber irgendwie passt es nicht so ganz im Spiel. Nee, finde ich, dass irgendwie alle Monster verfolgen, so im letzten Raum noch.
beeindruckt ihn aber auch nicht wirklich. Ich find's cool, wie der Raum sich die ganze Zeit wandelt. Also. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, was wir da machen. Es kommen mehr Säulen raus. Also ich würde sagen, wir tun das Richtige. Die Hand ist noch da. Das sind zwei Hände. Ja, eben. Also, wenn der Bosskampf schwerer wird, dann sind wir, glaube ich, irgendwo auf dem richtigen Weg. Oh, was so? Hey, das ist geschafft. Ich hab ihn irgendwie getroffen dabei, ja. Komm doch her, du. Aua. Oh, er hat mich irgendwie nicht ganz getroffen noch. Glück gehabt. Die Hand. Ja, ja, ich sehe die Hand. Ich sehe beide Hände. Ja. Kauf den Keks. Das ist dem Typen. Er hat so Probleme. Ah, oh, fuck. Das hat uns ganz schön erwischt. Das müssen wir mal am Ende haben. Ja, ich glaube, viel mehr kann er ja nicht kommen. Es wird ja immer schlimmer. Das mit der Hand ist ja echt ätzend irgendwie. Das Miese ist, er schmeißt halt seine komischen Bälle auch da. Na, tut das weh? Follower. Ich hab voll. Ja, endlich hab ich auch mal ein paar Follower. So, jetzt muss ja nochmal die Hand kommen, dann kommt nochmal auf dich und dann schmeißt er erst nochmal Welle, ne? Wahrscheinlich schon, ja. Und das geht, aber geht ja auch immer schnell hintereinander. What the fuck, wie viele Bälle sind das denn? Also langsam wird es einfach nur noch lästig. Ja, es ist wirklich, es ist irgendwie nicht so ganz spannend, ja. Oh, ich denke eigentlich, wir machen es richtig, ne? Aber verreck doch endlich mal! Das wäre schön, ne? Das bringt ja nichts, hier drauf zu schlagen. Es gibt ja nichts, was ich machen kann, außer die Hände, ne? Also nach den Händen. Mit gegen seinen Feuerbällen da. Ja, ich muss ja Feuerbälle dazu sagen, sonst denkst du dir nur, oh Bälle. Hab ich gar nicht gesagt. Mhm, ist klar. Deswegen schon wieder zu verlösen. Oh, wir haben es geschafft. Hoffentlich. Ach, er macht automatisch, ich muss gar nicht mehr klicken. Unser Charakter scheint Aggressionsprobleme zu haben. Naja, nach 1000 Räumen hätte ich das auch. Du hast es geschafft. Yay. Das war interessant, wie du deine Axt rumgeschwungen hast. Ich wusste, du machst. Oh. Bad Ending? Sie sagte gerade am Ende, du wirst sicher ein guter Spezimen sein. Also, du bist nur einer von den anderen halt dann dadurch geworden, weil du mit einer Axt durch die Gegend läufst. Das heißt, du bist jetzt der Typ, der die nächsten Typen jagt, der hier durchgehen sollte jeweils. Das heißt, wir hätten das gute Ende erreichen können, wenn wir nichts getan hätten? Ich habe keine Ahnung, wie man das gute Ende erreicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht können wir das ja in einem. Sollten wir das DLC mal spielen, dann. Oh, Special Thanks PewDiePie. Irgendwas steht auch in sowas drin. Ja, das war Spooky's House of Jumpscares, würde ich sagen. Es sei denn, danach kommt noch was, aber ich glaube nicht. Ich bezweifle jetzt auch, es müsste das Hauptmenü kommen. Wahrscheinlich schon. Ja, kann man auch mal seine Zahl eingeben. Was irgendwie auch keinen Sinn macht. Ich gebe mal Drake an, ja. Ja, das war das Spiel. Das heißt dann wohl Abschied nehmen, ne? Dann heißt es wohl Abschied nehmen bis zum DLC oder bis zum Video von Best of Nadine oder hinter den Szenen. Was man so findet eben mal.
Ja. Die haben ja so Sachen aufgenommen, ne? Und da kann man sich bestimmt was Lustiges für sich zusammenschneiden. Und ich würde dann sagen, jo, macht's gut, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt doch mal, gebt mal ein bisschen Feedback, wie es war für euch, wie das Spiel war, wie wir waren. Ob euch Nadines Schreie belustigt haben. Da guckt sie weg. Macht's. Ja, aber du blöd bist. Oh, na gut. Wir beenden das Video. Macht's gut, Leute. Ciao. Bis dahin.